Hallo zusammen. Schauen wir uns ein etwas komplizierteres Anwendungsbeispiel zum Thema zusammengesetzte Flächen an. Ein Einkaufscenter und ein Parkplatz. Wir wollen uns den Flächeninhalt des Einkaufscenters ausrechnen. Wir wollen uns den Flächeninhalt des Parkplatzes ausrechnen. Und wir wollen uns dann die Umzäunung des Parkplatzes ausrechnen. Auch noch ausrechnen. Also ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer, aber im Endeffekt gar nicht so schwer. Wir teilen es uns ein. Als erstes schauen wir uns einmal an, wo sind noch Größen, die ich wissen muss, die ich mir ausrechnen muss. Da fällt mir auf, wenn ich mir das Einkaufscenter anschaue, habe ich 52,80. Das Stückerl fehlt mir, das Stückerl fehlt mir. Und das Stückerl nach oben fehlt mir. Die zeichne ich einmal rot ein und versuche diese Längen zu berechnen. Das ist das, das ist das und das ist das Stückerl. Und hier herunten diese Länge würden wir dann auch noch brauchen. Die schreiben wir uns dann auch gleich noch dazu. Geben wir diesen Längen Namen, nennen wir hier dieses Stückchen x, dieses Stückchen y und dieses Stückchen z und probieren wir einmal diese Längen auszurechnen. Beginnen wir mit der Länge x. X ist gleich. Schauen wir uns an, wir kennen vom Einkaufscenter die gesamte Länge bis hierher mit 156. In dem Fall sind es natürlich Meter, das können keine Zentimeter oder Dezimeter sein, das müssen Meter sein. 156 Meter und wenn wir von den 156 Meter 80 Meter abziehen, erhalten wir x. 156 minus 80 ergibt 76, ist gleich 76 Meter für x. Fertig. Die Länge y. Y ist gleich. Schauen wir uns an, was wir kennen. Wir kennen die gesamte Länge des Parkplatzes 150 und dann hier das Stückerl, wo es hineinrückt mit 52. 150 und 52 abgezogen müsste y ergeben. 150 minus 52, also 98 Meter für die Länge y. Okay? Und dann fehlt uns noch hier das Stückerl z. Z ist gleich. Für z wissen wir jetzt, y, diese Länge, haben wir uns ausgerechnet, ist 98. Und von den 98 ziehen wir 52 ab, dann haben wir z. 98 minus 52. Ergibt z. 98 minus 52 ergibt uns z, sind 46 Meter. Und dann führt uns noch diese Länge hier herunter. Geben wir ja auch einen Buchstaben, sagen wir s dazu, s. Und überlegen uns diese Länge auch gleich. Dann haben wir eigentlich alles, was notwendig wäre. S ist gleich, schauen wir mal. Wir kennen ja die gesamte Länge. Die ergibt sich, wenn ich 156 und 26 addiere. 156 plus 26, ich schreibe es in Klammer, obwohl es nicht notwendig wäre. 156 plus 26. Und wir sehen, dass die Länge S
ist ja nur um 15 Meter weniger, dieses kleine Stückerl. Also ziehen wir dann noch 15 Meter ab und erhalten eine Länge von 167 Meter. Ist das klar? Die gesamte Länge minus 15 Meter ergibt das Stückerl S. Und fertig sind wir mit den Unbekannten x, y, z und s. Wir können beginnen, den Flächeninhalt A des Einkaufscenters zu berechnen. Ich schreibe EC, Einkaufscenter, ist gleich. Das ist wieder relativ leicht. Diese Figur besteht aus zwei Rechtecken. Wir könnten es uns so teilen, wenn wir wollen. Ich schreibe jetzt nicht mehr A1 und A2 und A3 und A4, das wird uns zu viel. Das reicht schon, wenn wir das so sehen. Hier haben wir ein Rechteck mit den Längen x mal y. Das ist diese Fläche hier. X mal y haben wir uns ausgerechnet. 76 x mal y. 98, ich schreibe es in Klammer, obwohl es nicht notwendig wäre, aber nur damit man das besser sehen kann. Dann haben wir dieses Rechteck hier ausgerechnet. Und dann fehlt uns dieses Rechteck hier herüben. 80 mal 52 plus 80 mal 52. Ich schreibe es wieder in Klammer, obwohl es nicht notwendig wäre. Und das rechne ich aus mit dem Taschenrechner. 76 mal 98 plus 80 mal 52. Im Taschenrechner brauche ich keine Klammern machen, wäre aber nicht falsch. Ergibt 11.608 Quadratmeter Fläche des Einkaufscenters. Und fertig sind wir. Das sind zwei Rechtecke. Und jetzt wollen wir uns den Flächeninhalt des Parkplatzes ausrechnen. Da teile ich mir das wieder ein und da bezeichne ich vielleicht schon wieder mit A1, A2 und A3, weil es hier übersichtlich wäre. Wie ich teile, ist aber wieder vollkommen egal. Ich kann jetzt zum Beispiel hier herüber abteilen und sagen, das wäre A1. Ich kann hier nach unten abteilen, dann sage ich, diese große Fläche ist A2. Und dann kann ich hier das kleine Rechteck noch nehmen, das wäre A3, wenn ich so möchte. Und dann können wir schon beginnen mit A1 ist gleich. Natürlich wieder A mal B, wieder Länge mal Breite. Und dann muss ich mir überlegen, die Seitenlängen von diesem Rechteck. Sie sind aber schon gegeben. 52 mal 26. 52 mal 26. Und ich kann A1 schon ausrechnen. Das sind 1352. 1352 Quadratmeter für dieses Rechteck oben. A2 ist die große Fläche in der Mitte. Die setzt sich zusammen aus dieser Länge mal dieser Länge. Schreiben wir uns das gleich kombiniert auf. Diese Länge hier oben ist 80 plus 26. 80 plus 26, Klammer geschlossen, die eine Länge, mal der anderen Länge, hier nach unten, z plus dieses Stückel hier nach unten, das sind 52, also z plus 52. Z war 46 plus 52. A mal B habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, habe ich gleich hier in Klammer geschrieben.
In dem Fall ist die Klammer wichtig und notwendig. Wir müssen uns zuerst diese Länge ausrechnen, danach diese Länge ausrechnen und das miteinander multiplizieren. Wenn wir das machen, erhalten wir 10.388 Quadratmeter für diese mittlere große Fläche. Und dann brauchen wir noch die kleine hier herunten, A3, das schreibe ich jetzt hier daneben auf, das geht sich noch aus. Ich schreibe wieder A mal B. A3 ist gleich, ich muss mir wieder die Längen überlegen. Für A3, die eine habe ich gegeben, das ist 52. Und die andere ist dieses Stückerl hier. Aber du erkennst schon, es ist ganz einfach von x 15 abgezogen. Von x 15 abgezogen ergibt dieses Stückel hier. Schreibe ich so auf. Von x, das waren 76, minus 15, das ist diese Länge, die ich hier schwarz eingezeichnet habe. X minus 15. Mal 52, mal 52 nach unten gehend. Ergibt, wenn ich es ausrechne, 3172 Quadratmeter. Das sind die drei Flächeninhalte des Parkplatzes. Das ist ein bisschen komplizierter. Noch einmal ruhig durchdenken. A1 oben, A2 das große in der Mitte, Summe, Summe und A3 das Stückerl links auf der Seite. Ich mache mal hier einen Trennstrich, dann kannst du dir das noch einmal ordentlich anschauen. Und die Gesamtfläche des Parkplatzes PP ist natürlich A1 plus A2 plus A3. Also der Flächeninhalt vom Parkplatz summiert 14.912 Quadratmeter. Okay, Fläche Parkplatz und vorher Fläche vom Einkaufscenter. Und dann wollen wir noch die Länge der Umzäunung uns anschauen. Die Länge der Umzäunung des Parkplatzes wäre dieses Stück plus dieses Stück plus dieses Stück S, wir haben es vorher schon ausgerechnet, plus die 52 Meter nach oben. Dann hätten wir den Parkplatz komplett eingezäunt. Von hier bis hierher. Natürlich dürfen wir das Eingangstor nicht vergessen, das lassen wir jetzt aber bei der Rechnung einmal weg. Das heißt, die Länge des Zaunes ergibt sich aus 26 plus 150 plus die Länge S, die wir uns vorher ausgerechnet haben, 167. Plus die 52 hier noch nach oben gehend. Ergibt uns in der Summe insgesamt 395 Meter Zaunlänge. Ein sehr aufwendiges Beispiel, aber im Endeffekt ein sehr leichtes Beispiel, wenn ich es mir schön strukturiere. Die Längen suchen, die ich nicht gegeben habe als erstes. Den Flächeninhalt des Einkaufscenters, den Flächeninhalt vom Parkplatz und die Länge vom Zaun. Alles klar?